vor. Haben Sie letzten Donnerstag mit meiner Frau geschlafen? Vielen Dank, dass Sie das für mich gemacht haben. Ich habe es nicht vergessen. Dieses Radio hat mir mein Großvater auf dem Sterbebett verkauft. Mein Großvater, der ging immer gerne in Kneipen. Der hat immer gerne einen kleinen Tupp, aber also Beißel, sagt man, der ging immer in die Beißel, hat aber immer gerne, seine Frau durfte das noch nicht wissen und hat aber gesagt, er ginge zur Jagd. Und dann brachte mal irgendwas mit, kaufte mir was rein, kam er nach Hause, brachte diesmal zwei Hasen mit, sagt seine Frau, hier habe ich dir von der Jagd mitgebracht. Und sie sagt, oh, wie schön, aber warum hast du das Fell schon abgezogen? Nee, sagt er, die habe ich beim Rammeln erwischt. Ich habe gesagt, ihr braucht doch gar nicht wieder anzuziehen, ich erschieße euch ja nicht gleich. Und sie hat immer eine schicke Bluse an und sagt sie, da, wie findest du meine Bluse? Weil er sagt, da kriegst du ja auch in deiner Größe. Nichts passt dir, sagt sie. Immer meckerst du rum. Was soll ich denn tragen, damit ich dir gefalle? Ja, wie wär's mit einer Kiste Bier? Großvater fuhr auch noch im Auto, weißt du, und haben schon gesagt, Opa, weißt du eigentlich, wie viel du trinken darfst, um nur 0,5 Promille zu erreichen? Ja, 3 Tage gar nichts. Dann fuhr er mal mit seiner Harley so über Land, weißt du, seine Frau hinten drauf, so fuhr sie auf dem Motorrad, so mit seiner Harley durch über Land, so. Er hatte so eine Hells-Insisch Jacke an und da stand hinten drauf, wenn Sie dies lesen können, ist meine Frau runtergefallen. Verloren auf einem Rockkonzert, das war in Wacken, das ist in Schleswig-Holstein, da oben, Wacken Rockkonzert. Da hat er sie verloren, da suchte er seine Frau und den ersten Herrn, den er fragte, der suchte auch seine Frau und sagte, Opa, na, dann suchen wir doch gemeinsam, wie sieht Ihre denn aus? Da sagt er, meine ist blond, blauäugig, vollbusig und langbeinig und Ihre, ach, vergessen Sie meine, wir suchen Ihre. Und jetzt verbringt Opa die meiste Zeit bei uns im Garten, genau da, wo wir ihn vergraben haben. So, dieses Lied ist ihm gewidmet. Was sollen die Leute von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus, ich kaufe es am Balkon. Thank you.